Ich mach mir was zu essen. Ja, okay, aber doch nicht. Kann ich nochmal mit dem reden? Nee. Die Kamera ist auch wieder sehr schön. Aber ich kann mich hinhocken. Und weinen. Genug geweint. Und auf Kommando geht's weiter. So, aber wir wären ja nicht Aiden, wenn wir da nicht was gegen tun könnten. Klitsch. Schluss damit, Jody. Das bringt dir doch absolut nichts. Ich bin aber ist nicht. Basta. Ich bin aber nicht Jody. Ich bin fucking Aiden. Hey, Jody. Du sollst Aiden doch nicht benutzen, wenn du wütend bist. Die Frage, könnte ich ihn jetzt übernehmen? Aber ich will natürlich nicht irgendwie, dass er noch was. Upp. Kamera. Dreh dich um. Sehr schön. Nach oben. Jawohl. Du machst es. Was ist, wenn wir hier einfach mal den Bildschirm kaputt machen? Genug. Das nützt dir rein gar nichts. Okay, wir können mit ihm nichts machen. Ich guck mal gerade, ob wir irgendwie noch was an. Oh, da oben haben wir noch was. Was ist das jetzt? Bist du stolz auf dich? Ja. Ich hoffe es. Denn bin ich auch. Du das alles aufräumen. Ich werde einen Scheißdreck tun. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Klar, dann also bis morgen. Bin gerade ein bisschen überfragt. Was machen wir denn? Irgendwas muss Aiden wahrscheinlich machen, weil sie kann hier nicht mehr wirklich viel drin machen. I'm frigging Aiden. Ich mach dir die Tür auf. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber du verstehst mich doch, oder? Ich will. Ich muss heute mal hier raus. Ja, da steht. Nope. Kommen wir nicht. Ist da eine Wand? Na gut. Leise. Vorsicht. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sicherheitskarte nehmen.
Und tschüss. Naja, noch nicht ganz tschüss wahrscheinlich. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, nur Snacks und was zu trinken. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur, also wir wollten nur raus die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen. Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist. Wenn du rausgehst, mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Jetzt geht's schon. So einfach kann man die Leute austricksen. Ich frage mich, ob man da irgendwie was falsch machen kann. Ich glaube nicht. Das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Ja. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Ich kann auch in den Kofferraum gehen. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Warum nicht? Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Probieren wir es mal einfach. Lassen wir sie mal raus hinten, wa? Hey. Du sollst nicht. Du sollst. Genau! Komm raus! Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Wie will er das denn anstellen? Kann ich denn in den Wald gehen? Hier? Okay.
Ja, es ist Bar. Likör, Bar, Bier. Hier ist die Bar. Red House. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Ist hier irgendwie? Nö. Kann uns irgendwo hinsetzen in Ruhe. Da. Wie alt sind Sie? 21. Ich will nur eine Limonade. Nope. Ich möchte das nicht trinken. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Der guckt schon so komisch und ich habe keine Ahnung. Können wir irgendwie einfach ein bisschen Billard spielen? Das wäre natürlich auch was Cooles. Und ein bisschen flippern. Ja, komm, wir flippern mal eine Runde. Komm. Push me. Yeah. Warum nicht? Ich traue denen zwar keineswegs, aber ich mag Billard. Ladies first. Nicht schlecht. Was machst du hier ganz alleine? Nichts Besonderes. Nur normaler Samstagabend für mich. Und meine Clique. Willst du mich abziehen, Kleiner? Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Na komm. Fast 17. Alt genug. Wow. Gar nicht mal übel. Wissen deine Eltern Bescheid? Na klar. Ja. Klar, die haben mich hergebracht. Und sie kommen dann. Sie müssten bald wieder hier sein und mich abholen. Hey! Pfoten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Ohrfeige. Ey! Ich glaube, es hackt! Da! Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich jetzt!
feiges Arschloch! Bam! Ma'am. Können wir noch was machen? Das Geschwätz, das uns bestraft für unsere Sünden. Halt dein Maul, Franklin. Bullshit. Verdammt, ich gehe hier noch drauf. Niemand geht drauf. Wir verschwinden von hier. Okay. Scheiße. Was soll denn was du sagen? Oh, cool. Sie klemmt. Scheiße. Ja, sind wir nicht brech, ja. Dupenna. Penner! Penner. Was ist denn passiert? Ich wollte nur ausgehen und ein einziges Mal wieder.